Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin der Mentholist. Wir experimentieren heute mit Coca-Cola und Mentos. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Ich bin der Assistent des Mentholisten und führe Ihnen nun die Bestandteile des Versuchs 1, genannt Little Boy, vor. Wir haben eine Flasche Cola Light, eine kleinere Flasche gefüllt mit einer kompletten Packung Mentos. Der obere Rand wurde mit einer abgeschnittenen Fotohülse verklebt, ist komplett gedichtet. Sie sehen, der Deckel wurde durchbohrt. Wir öffnen nun die Flasche Cola Light. Wir verbinden nun die beiden Flaschen miteinander, indem wir die Rohrschale am Rand der Cola-Flasche fest zudrehen. Sie sehen, die beiden Flaschen sind nun fest verbunden miteinander. Ich werde nun Little Boy platzieren. Zu den Basics jedes Cola-Mentos-Experiments. Sie sehen hier eine handelsübliche 50 Milliliter Spritze, gefüllt mit Mentos. Und Sie sehen einen Nagel, der quer durch die Spritze steckt und der mit einem Faden herausgezogen werden kann. Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach. Wird der Nagel herausgezogen, fallen die Mentos aus dem Rohr. Nun kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Em bereitet den Versuch vor und in wenigen Sekunden zieht er an der Leine. Jetzt. Es schaumt. Mentos lügt. Wir haben die Rezeptur verändert. Nein. Okay. Was für ein Scheiß. Da war ich immer zu blöd dazu, oder was? Der aufmerksame Zuschauer hat bereits bemerkt, dass wir die Flaschen getauscht haben. Ah, minimaler Effekt. Ja.